Kurz nach 9 Uhr morgens in Oberschleißheim. Die erste Patientin des Tages kommt an. Besitzerin Petra Kölle bringt ihr Springpferd Cranberry Kiss in die Pferdeklinik. Ich möchte sie decken lassen und möchte einfach wissen, ob sie zuchttauglich ist, ob alles in Ordnung ist und eben, dass nichts dagegen spricht, sie zu decken. Aber was ist so wichtig daran, dass sie zuchttauglich sein soll? Ja gut, es ist relativ teuer halt, das Hengstsperma. Und es macht ja keinen Sinn, sie zu decken, wenn sie eigentlich nicht zuchttauglich ist. Cranberry soll also ihr erstes Fohlen bekommen. Ob das möglich ist, wird heute die gynäkologische Untersuchung zeigen. Es ist ihre erste. Dabei hat sie sich gerade erst erholt. Ja gut, sie hat sich im Dezember auf der Koppel verletzt. An sich geht sie lahmheitsfrei, aber vom Reiten, vom Gefühl her, habe ich das Gefühl, dass sie eben doch nicht 100% in Ordnung ist, auch wenn unser Tierarzt sagt, sie ist lahmheitsfrei. Und habe gedacht, ja, ich wollte immer mal ein Fohlen von ihr und das wäre halt jetzt die Gelegenheit, dann kann das richtig ausheilen. Braucht Cranberry für die Untersuchung ein Beruhigungsmittel? Das muss Petra Kölle nun zusammen mit Tierärztin Dr. Tanja Witte entscheiden. Es geht mir darum, dass sie entspannt ist und wir in Ruhe untersuchen können. Ich würde es erst ohne Sedierung probieren, weil wie gesagt, sie ist eigentlich eine coole Socke. Gut, dann versuchen wir es einfach mal. Genau. Und dann wenn sie sich zu sehr aufregen sollte, können, dann können wir sie immer noch sedieren. Ja. Genau, alles klar. Genau. Gut, dann darf die Stute einmal in den Stall. Kann die Sportstute ein Fohlen bekommen? In wenigen Minuten weiß Besitzerin Petra Kölle mehr. Ein paar Meter weiter. Für Sorgenkind Schocki steht jetzt eine entscheidende Untersuchung an. Schocki ist erst eine Woche alt. Wir machen jetzt die Ultraschalluntersuchung bei dem kleinen Fohlen, bei dem kleinen Mann hier, der hier in der Box steht, und hoffen, dass keine freie Flüssigkeit in der Bauchhöhle vorhanden ist. Internistin Dr. Anna May weiß, heute ist die letzte Chance für ihren kleinen Patienten. Zweimal ist seine Harnblase schon aufgerissen, lebensgefährlich für das Fohlen. Das sollte nicht noch mal passieren. Und jetzt schauen wir mal. Ich kann hier unten einmal sehen, dass er hat so einen Harnkatheter liegen, damit der Urin da kontinuierlich abtropft, damit da kein Druck auf die Blasenwand entsteht, wie wir genäht haben. Was würde freie Flüssigkeit bedeuten? Dass die Harnblase wieder undicht ist und dass der Harn in die Bauchhöhle läuft und dass wir dann natürlich jetzt ein drittes Mal die nicht flicken würden. Das wäre sehr traurig. Denn das wäre dann das Ende für Schocki. Hoffentlich ist diesmal alles gut. Die neue Pferdeklinik bietet Platz für 50 Pferde. Heute sind 18 da. Professorin Antonia Troyer leitet die Chirurgie. Sie ist auf dem Weg zu einer Patientin. Die Shiva war hier aufgrund einer septischen Arthritis, also einer Infektion im Gelenk. Sie wurde operiert letzte Woche, gespült und hat Antibiotika bekommen. Und heute ist der Tag, wo wir uns die noch mal anschauen, also vor dem Wochenende sowieso ganz wichtig. Erster Check. Beobachten. Hat sich Shivas Gang seit der Operation verbessert? Ist hinten rechts natürlich noch ein bisschen im Schritt vorsichtig. Man hört das auch, wie sie die Zehe schleift. Ich bin sehr zufrieden erstmal, wenn man weiß, mit welchem Status das Pferd hierher kam und dass diese ganze Belastung jetzt kontrolliert wird, ohne dass sie Schmerzmittel bekommt. Ja. Gleich kommen die Verbände ab. Für Check Nummer 2. Mittlerweile steht Springpferd Cranberry im sogenannten Notstand. So kann sie während der Untersuchung nicht abhauen. Besitzerin Petra Kölle wollte kein Beruhigungsmittel für ihr Pferd. Manchmal ist es so, dass Sportstuten zum ersten Mal dann eben rektal untersucht werden. Und dann sind die sehr nervös. Und für mich ist es auch vom Risiko her, aber auch von der Ruhe, die ich bei der Untersuchung habe, angenehmer, wenn sie dann sediert sind. So. Das ist vielleicht unangenehm, aber es tut ihr auf gar keinen Fall weh. Genau, ich habe mich jetzt erstmal nur orientiert. Und als nächstes werden wir uns das Ganze mit dem Ultraschall anschauen. Beim Blick auf die Eierstöcke fällt der Ärztin etwas auf. Bei den Ovarien achten wir immer darauf, dass die gleich groß sind. Und jetzt habe ich da schon einen deutlichen Größenunterschied gesehen. Deswegen messen wir jetzt einmal. Jetzt alles gut, aber wir wollen es zumindest einmal angeguckt haben. Dafür braucht es einen Abstrich. Der könnte für ihr Pferd ziemlich unangenehm werden. Und das ohne Beruhigungsmittel. Zurück bei Sorgenkind Schocki.
Genau, sieht alles gut aus. Da sind wir sehr zufrieden. Also das ist erstens ist das unser Steckenpferd. Also wir machen das wirklich gerne hier mit der Fohlenstation. Und es ist natürlich ganz toll, wenn man so ganz schwache, lebensschwache Fohlen sieht, die dann irgendwann gesund nach Hause gehen und am besten da über die Koppel galoppieren. Das ist schon ein ganz tolles Gefühl. Endlich gute Nachrichten. Die Mama, die kennt uns mittlerweile schon, die ist ganz gelassen. Die ist sowieso eine sehr, sehr brave Stute. Für eine Stute, die das erste Fohlen hat, extrem umgänglich. Also eine ganz tolle Mama auch. Also eine ganz tolle Milchproduzentin und Mutter. Und die toleriert das ganz gut. Wenn alles so bleibt, kann Schocki bald über die heimische Koppel toben. Wie man sehen kann, noch ein bisschen ungeschickt. Die Verbände bei Shiva sind nun ab. Ich taste mal das Gelenk mal ab. Und ich denke, dass wir das auf jeden Fall punktieren müssen nochmal. Und hier ist auch noch Schwellung auf dem Gelenk drauf, ne? So ein bisschen. Das Gelenk ist also immer noch angeschwollen. Was heißt das im schlechtesten Fall für Shiva? Dann wäre noch mal eine Operation notwendig und ein längerer Klinikaufenthalt. Und natürlich auch die Prognose zur Gesunderhaltung dieses Gelenkes wäre deutlich verringert. Auch wichtig, die Gelenkflüssigkeit. Hier kommt es auf die Konsistenz an. Oh, so ist fein. Wenn ich das so auffange, ne, das ist dann so zähflüssig. Und damit ist das diese Schmiere, von der man spricht. Ne? Es muss ja gleiten. Ich bin sehr froh. Das ist ein sehr sympathisches Pferd und hat das alles sehr gut gemacht. Ein paar Stunden später gibt das Labor grünes Licht. Shivas Werte sind gut. Der neue Klinikstandort, Motivation für das ganze Team. Ich freue mich da jeden Tag dran, dass diese Klinik sich so gut entwickelt hat. Und ich sehe auch das Potenzial, was in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren noch vor uns liegt. Also freue mich schon. Cranberry hat es gleich geschafft. Der unangenehme Teil kommt allerdings jetzt. So, ich mache jetzt die vaginale Untersuchung. Das ist ein Spekulum für Pferde. Spekulum wird aufgespannt und dann guckt man sich das kurz an. Also die Vagina-Schleimhaut sieht schön aus, blass rosa. Ja, das findet sie unangenehm. Das ist natürlich, wir kennen das alle, das ist nicht gerade das Angenehmste. Dafür, dass es jetzt das erste Mal in so einem Notstand war und eine rektale Untersuchung das erste Mal in ihrem Leben, finde ich, dass sie das sehr gut gemeistert hat. Jetzt nimmt die Ärztin den Abstrich. Der wird im Labor untersucht. Das Ergebnis ist entscheidend. Fohlen ja oder nein? Also das hat wunderbar geklappt. Wir sind gut durchgekommen. Wir haben Tupfer nehmen können. Zurückziehen, zurückziehen. Tupfer zurück, ja? Oh, genau. Und jetzt hast du es schon geschafft. Ich denke auch, dass sie eine gute Mutter wäre, weil sie einfach so lieb ist. Auch zu anderen Pferden und Menschen und Hunden und so weiter. Da gibt es keine Ohren legen, kein Schlagen, nichts. Sie ist generell im Umgang wirklich ein Goldschatz. Nach Drehschluss gab es gute Nachrichten. Der Abstrich war in Ordnung. Cranberry darf bald Mutter werden.